Was geht? Wir sind im Podcast. Auf jeden Fall essentiell. Ja, Mann. Hi, also wir sind hier wieder vom Ludwigsburg-Lies-Podcast. Heute zu einer etwas außergewöhnlicheren Folge. Wir haben heute nämlich einen Gast bei uns. Eine Gästin. Genau. Heute sind es tatsächlich nicht, Marius ist heute leider nicht dabei, heute sind es nur Jonas und ich. Genau. Und jetzt würde ich sagen, unsere Gästin stellt sich mal vor. Hi. Ich bin Carola, ich bin Sozialarbeiterin. Ich bin 27 Jahre alt. Ja. Auch ganz wichtig zu sagen, ich halte mich heute ein bisschen im Hintergrund bedeckt. Die letzten Male war ich immer ein bisschen der prägnantere Part. Aber weil Carola und ich uns ja kennen, ist es vielleicht schlauer, wenn ich mich im Hintergrund halte. Weil ich kenne die Antworten auf die Fragen meistens schon. Deshalb. Das ist auch schlau, wenn du nicht mit dem Kaugummi so da reinschaust. Ja, vielleicht. Deshalb übernimmt heute der andere Jonas den wichtigsten Part, den wichtigeren, größten. Okay. Na gut. Dann würde ich einfach mal reinstarten. Also wir beide wissen ja jetzt inzwischen, dass du hast ja jetzt Erfahrung mit Migration, du hast ja das selber durchlebt und vielleicht einfach einmal zum Einstieg für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das Ganze denn so abgelaufen ist bei dir, also wo du herkommst und wie du nach Deutschland gekommen bist, wie du angekommen bist, sowas in der Richtung erstmal, würde ich sagen. Ja, ich wurde in Rumänien geboren und ich habe dort gelebt, bis ich 4 Jahre alt war und dann sind meine Eltern mit mir zusammen, also ich bin mit meinen beiden Eltern nach Deutschland ausgewandert. Wir sind mit einem Auto. Um ehrlich zu sein, weiß ich das einfach gar nicht so genau, wie das alles passiert ist. Also wir sind irgendwann mal mit dem Auto gefahren. Das ist so seltsam, weil ich das irgendwie auch nie... Ich merke immer wieder in solchen Situationen, dass ich gar nicht weiß, wie das richtig abgelaufen ist. Aber ich frage irgendwie auch einfach nie nach, wie das denn genau war. Also ich weiß, dass wir in irgendeinem... Wir sind mit dem Auto, glaube ich, gefahren mit irgendwelchen Bekannten oder so, die irgendwie nach Deutschland gefahren sind oder irgend so etwas. Musst du so nachher? Okay. Ich weiß, jetzt fühlt es dann mal, so laut. Der schlägt fast nicht aus, ne? Okay, viel zu krass. Leise. Ja, okay. Und dann sind wir in Deutschland angekommen und dann waren wir in so einem, auch da habe ich nie richtig nachgefragt, wie da der richtige Name ist. Wir waren da für so ein paar Tage in so einem, also nicht kein Flüchtlingsheim, aber so eine Unterkunft für eben Menschen, die in Deutschland einreisen, wo du dann eben warten musst, bis du irgendwelche Papiere bekommen. Ich weiß gar nicht, was das war, auf was wir da gewartet haben. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, wie lange wir da waren. Genau. Und dann, wir hatten Glück, dass mein Onkel schon in Deutschland gewohnt hat. Bei dem sind wir dann erstmal untergekommen. Der hat uns dann geholfen, eine Wohnung zu suchen und so. Ich weiß gar nicht, wie lange wir bei dem gewohnt haben. Und dann hatten wir eben die eigene Wohnung dann. So grob. Okay. Dann würde ich vielleicht mal jetzt so ein bisschen auf das Thema Heimat gehen. Das war schon Thema in unserem ersten Podcast. Mhm. Und das ist auch in diesem Buch drin, das wir gelesen haben. Und jetzt ist ja so, dass du, also ähnlich wie in dem Buch, dass ja du sozusagen, wie sagt man das am besten? Also du bist ja, warst jetzt nicht immer an einem Ort, zum Beispiel wie jetzt wir hier in Deutschland. Und jetzt einfach mal die Frage so, wie würdest du denn Heimat definieren mit diesem Hintergrundwissen oder mit dieser Geschichte einfach? Mhm. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie fällt mir das sehr schwer, Heimat zu definieren. Ich glaube, ich kann das gar nicht definieren. Also man hat ja so irgendwie so, ja, so eine floskelmäßige Definition im Kopf, irgendwie Heimat ist das, wo du dich zu Hause fühlst, wo du herkommst, wo die Leute, keine Ahnung, der Ort, an dem du das Gefühl hast, da komme ich her oder irgend so etwas. Ich finde den Begriff, glaube ich,
schwierig. Ich weiß aber gar nicht warum. Vielleicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der ist irgendwie mit irgend sowas behaftet, dass wenn ich sage, Rumänien ist meine Heimat, dass dann Leute irgendwie irgendetwas darüber denken, weil ich glaube, wenn ich würde, glaube ich, sagen, Deutschland ist, also blöd, das über ein Land zu sagen, aber ich würde sagen, Deutschland ist mein Zuhause und Rumänien ist meine Heimat, weil das eben für mich schon ein Unterschied ist. Also Heimat ist für mich schon noch irgendwie, okay, wo komme ich denn her, was hat mich geprägt, was macht aus, wie ich bin, und ich glaube, ich würde mich, ja, schwierig, ich würde mich weder als Deutsche noch als Rumänin sehen oder identifizieren, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist das, was ich bin. Finde ich, ist für mich schwierig. Ich kann ganz klar sagen, das ist meine Heimat, aber ich finde den Begriff Heimat irgendwie schwierig. Ich kann den nicht richtig definieren. Einfach der Ort, an dem man sich, glaube ich, an dem man das Gefühl hat, da komme ich her. Okay, weil ich hätte nämlich auch noch was dazu zu sagen. Weil ich es interessant fand, letztes Mal, nämlich also auch für dich, Carola, so in diesem Bezug, weil wir halt teilweise von uns, ich zum Beispiel habe mir gedacht, so, ich würde Heimat jetzt tatsächlich nicht so als so ortsgebunden definieren. Und ganz viele Menschen definieren das auch ortsgebunden. Und wir hatten auch diese Ringvorlesung von unserem Prof, der gemeint hat, also der hat das sehr ortsgebunden ausgelegt hat. Und ich mir halt, ich mir gedacht habe, so, eigentlich ist für mich, ist Heimat ein sehr flexibler Begriff, würde ich behaupten. Mir kommt gerade direkt, ich weiß nicht, woher ich das habe, mir kommt gerade, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, woher ist das? Ja, woher ist ich habe keine Ahnung, aber so, also bei mir ist es, also bei mir ist es eher dieses, also dieses Menschengebundene, würde ich behaupten, so. Und deshalb da die Frage, wie du das mit diesem, ist es bei dir vielleicht, spielt es auch mit einer Rolle, wenn du jetzt an Rumänien denkst, also an deinen Heimatort, dass du da auch an dem, also dass da die Menschen vielleicht mehr im Vordergrund stehen oder ob das auch wirklich nur diese Ort ist oder. Es sind, glaube ich, tatsächlich weniger die Menschen. Und jetzt, wo ich den Satz, wo auch immer der jetzt gerade hergekommen ist in meinem Hirn, wo ich dir das gesagt habe, ich finde, also, ja, aber der trifft irgendwie schon irgendwie zu, weil es geht weniger um den Ort an sich als um das Gefühl, das du eben mit diesem Ort verbindest. Und nee, für mich sind es nicht unbedingt die Leute, weil ich habe da gelebt, bis ich 4 Jahre alt war. Ich bin zwar immer wieder in jeden Sommer da wieder hingegangen und so. Ich kenne viele Leute auch in diesem Ort, die kennen auch mich tatsächlich immer noch. Aber das ist ja weniger, dass ich habe da auch ja nicht mehr so viele Verwandte oder so etwas. Das ist tatsächlich der Ort und ja auch die Menschen in diesem Ort. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ja, der ist meine Familie und deswegen ist das meine Heimat. Das ist es weniger. Es ist nämlich, also es ist mehr als das. Okay. Also spielt da auch vielleicht sowas ein bisschen wie so kulturelle Aspekte rein. Also zum Beispiel jetzt in dem Roman war es halt so, dass in Russland so war, dass man mehr Wert auf Familie oder so gelegt hat und jetzt in Deutschland das eher so auf den Einzelnen. Und ist es bei dir, dieses Gefühl von Heimat, ist es bei dir auch so ein bisschen darauf basierend? Oder? Ich glaube, das mit dem Kulturellen ist bei mir ein bisschen schwierig, weil mein Papa ist Rumäne, meine Mama ist aber Siebenbürger Sachsen. Also das sind Deutsche, die nach dem Ersten Weltkrieg da angesiedelt wurden, um dieses Land zu besiedeln praktisch. Und die sind tatsächlich sehr unter sich geblieben. Die haben auch immer Deutsch gesprochen zum Beispiel. Deswegen, ich bin mit Deutsch aufgewachsen. Ich habe erst Deutsch gekonnt und dann Rumänisch. Also, oha, okay. Und deswegen, denen ihre Kultur ist sehr orientiert an der deutschen Kultur. Deswegen ist es bei mir so ein bisschen schwierig. Mein Papa und die Seite von meinem Papa ist zwar rumänisch, aber das irgendwie die Familie von meiner Mama hat irgendwie in meiner Erziehung eine größere Rolle gespielt und es war eben eher eine deutsche Kultur, zwar eine alte deutsche Kultur, weil die natürlich keine neueren Einflüsse aus Deutschland hatten. Aber deswegen ist, kann ich jetzt nicht sagen, also ich kann sagen, wie rumänische Kultur ist, aber ich kann nicht sagen, dass die einen Einfluss auf mich und mein Leben hatte. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie, dass meine Kultur irgendwie besonders rumänisch geprägt ist, das glaube ich nicht. Okay. Und dieses Familiending auch damit. Ich kann nicht mal allgemein sagen, ob das in Rumänien ein Thema ist. Es gibt es in vielen Kulturen, dass Familie ein großes Thema ist. Kann ich in der rumänischen so gar nicht sagen. Und vor allem trifft es bei mir auf jeden Fall nicht zu, dass es jetzt anders wäre, als es hier in Deutschland ist. Okay, also das war jetzt nicht irgendwie so ein riesen Kulturschock. Nein, oder so, als du noch da erzählst. Okay. Nein, und deswegen, glaube ich, hatte ich da, also ja, wir reden jetzt hier über Migrationsgeschichte und bla bla, ich hatte aber da eine sehr... Ich hatte da einfach sehr, sehr viele Vorteile. Ich konnte Deutsch, ich hatte auch nicht wirklich einen Akzent oder irgendetwas. Ich war an das Land, also ich war nicht an das Land gewöhnt, aber ich war irgendwie an das Leben, an die Kultur gewöhnt. Das war jetzt für mich kein, wie du sagst, Kulturschock. Ich war auch nicht, ich
bin hier nicht angekommen, wusste nicht, wie das hier abläuft oder so. Also ich bin sehr ähnlich aufgewachsen, wie es hier in Deutschland war. Okay. Also je nachdem und ja, obwohl die Aussage weiß ich jetzt nicht. Nee, die stimmt eigentlich nicht. Aber ja, es war kein Kulturschock. Ich, ja. Wobei ich sagen würde, dass es ja schon so, also es ist meine Erfahrung so ist, dass es ja schon Unterschiede gibt. Ja. Also, weil ich meine, ihr habt ja zum Beispiel, wenn man jetzt bei euch so Familientradition oder sowas anschaut, gerade zu Weihnachten oder sowas, gibt es ja was anderes, als es jetzt in Deutschland gibt. Und zu essen. Beispiel. Ja. Es ist schon alles sehr, also es ist schon deutsch, aber natürlich auch, weil ihr jetzt, also weil deine Familie und du halt einfach seit über 20 Jahren in Deutschland lebt, so deshalb ist es natürlich klar, dass es verschwimmt. Aber ich glaube, ursprünglich ist es trotzdem so, dass ja auch diese Siebenbürger Sachsen zwar unter sich waren, aber da das ja inzwischen Rumänien ist, offiziell so, die rumänische Kultur da schon auch Einzug gehalten hat. Hat sie, aber ich glaube, es ist in, vielleicht geht es nur mir so, weil ich aus Rumänien komme, mir fällt es ganz schwer zu sagen, das ist rumänische Kultur, das gehört da dazu. Ich könnte das jetzt vielleicht auch falsch und klischeehaft über viele Länder sagen, was da jetzt irgendwie zur Kultur gehört, aber in Rumänien. Salzgurken. Was ist das denn? So eingelegte Gurken halt, die man in Rumänien hat. Ich kann das natürlich Lebensmittel, ja, kann ich nennen, aber ich kann nicht sagen, das und das ist rumänische Kultur. Aha. Kann ich nicht. Ja. Also so bezogen auf das menschliche Miteinander. Aber so ist ja auch voll oft, dass man Kultur auch voll viel über Nahrung definiert so. Ja, ist nicht so? Also schau dir Italien an oder Griechenland oder so, das ist ja auch voll viel so, ja gut, Griechenland ist wahrscheinlich... Ja, aber du kannst auch, gerade Italien, Griechenland, da kannst du aber auch sagen, Familie, sau wichtig, große Familien, alle leben zusammen, alle halten zusammen. Das kann ich jetzt in Rumänien nicht sagen. Okay. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich halt, ich bin tatsächlich mit einem negativen Bild von Rumänien aufgewachsen. Mir wurde irgendwie schon immer, das ist nicht so toll in Rumänien, das ist nicht so toll in Rumänien. Vielleicht habe ich das deshalb praktisch dieses andere nicht, kann ich das deswegen nicht sehen oder so, aber nö, ich kann sowas nicht über Rumänien sagen, dass die irgendwie einen großen Zusammenhalt haben oder allgemein, wie Menschen dort sind. Ich kann sagen, dass sie sehr gastfreundlich und sehr offen sind, das kriege ich auch von Leuten gespiegelt, die irgendwie in Rumänien mal waren und das irgendwie da auch mal waren, dass sie sehr offen, sehr gastfreundlich sind, aber sonst kann ich da nichts groß sagen, wie die rumänische Kultur ist. Und Essen, ja, Essen gehört auch mit zur Kultur dazu. Aber auch da ist es nicht so, in anderen Ländern kannst du ganz klar sagen, dieses und jenes. In Rumänien ist halt alles, was im Balkan, Lebensmittel und Nahrungsmittel, die am Balkan besonders vorkommen, kommen auch in Rumänien vor. Es ist nicht, dass man sagen kann, das hebt sich da als krass ab oder so. Okay, und würdest du dir wünschen, da so ein bisschen mehr drüber zu wissen, angesichts dessen, dass du halt da geboren bist? Oder ist das jetzt eher... Mein erster Impuls war zu sagen, ja, aber andererseits, ich könnte ja super easy mehr drüber wissen. Ich könnte einfach Leute fragen oder ich könnte es googeln, mache ich nicht. Von daher wahrscheinlich eher nicht. Okay. Also ich kenne mich schon gut aus. Ich glaube, es gibt, wenn ich jetzt meine Familie fragen würde, was macht Rumänien für dich aus, was macht rumänische Kultur mit dir aus, dann würde da nur Scheiß kommen, dann würden da irgendwelche blöden, klischeehaften Vorurteile kommen, die halt irgendwo auch ein bisschen... stimmen, aber da würde jetzt auch nichts Großes kommen, wo man sagen kann, oh ja, so kann man rumänische Kultur definieren. Mm. Ja. Okay. Ich glaube einfach, da gibt es vielleicht auch nicht so viel. Ich weiß es nicht. Ja. Okay, dann vielleicht mal ein bisschen weiter jetzt, also von vielleicht mal auf das bezogen, wo du jetzt zum ersten Mal nach Deutschland gekommen bist, so diesen Prozess der Integration. Du hast gesagt, du warst in so einer Unterkunft oder so. Waren das jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, also schwer zu sagen, was war, wie das war das? Erfahrung? Ja, genau. Ich kann mich dann nur an so Bruchstücke erinnern, das ist wie so Filmausschnitte irgendwie. Mhm. Aber auch da, manchmal bin ich mir unsicher, ob ich mir das jetzt im Nachhinein irgendwie als Kind einfach eingebildet habe, dass das so war. Also ich habe irgendwie so Bruchstücke, dass das halt so Hochbetten waren, so aus Metall und dass ich halt in so einem Bett gelegen bin. Und dass es irgendwie so einen großen Raum, so einen Saal gab, wo irgendwie ganz viele Leute waren und irgendjemand stand halt vorne und hat geredet. Das sind tatsächlich die einzigen beiden Bilder, die ich zu diesem Ding im Kopf habe. Ich habe sonst davon überhaupt gar nichts, gar nichts im Kopf. Ich weiß da auch nicht mehr viel. Und das finde ich, jedes Mal, wenn ich drüber rede, finde ich es dann irgendwie seltsam, dass ich da halt auch nie nachgefragt habe. Mhm. Also ich frage meine Eltern, habe die auch einfach nie gefragt. Was war das eigentlich? Wie lange waren wir da?
hatten wir da alleine ein Zimmer, waren da andere Leute in unserem Zimmer und so. Ich habe das irgendwie die nie gefragt. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Aber es gibt ja so Sachen. Es gibt so Sachen, wo man seine Eltern einfach nie danach fragt, vielleicht weil es halt einfach nicht so das Thema ist und weil es halt einfach auch irgendwie nicht so diese Relevanz besitzt. Ich meine, jetzt bei diesen Metallbetten, bei diesen Doppelbetten muss ich tatsächlich aber sagen, da, wenn man da Bezug zum Buch nimmt, da wurde das nämlich auch genannt so, ja, dass das, dass da auch so quasi in so bunkerlos, quasi in so kleinen Zimmern, dass da irgendwie, hast du immer vier Leute geschlafen haben oder wie war das? Ja, die ganze Familie in einem Raum halt. Eine Familie in einem Raum, so. Ich glaube, das habe ich doch meine Mutter mal gefragt. Ich dachte nämlich, oder in meinem Kopf war einfach, dass da mehrere Personen in dem Zimmer geschlafen haben. Ich glaube, ich hatte sie das gefragt. Sie hat gesagt, nein, das war einfach, es waren wir drei, unsere Familie war das. Okay. Ja, es gibt solche Dinge, die man nicht fragt, aber das ist ja schon, das ist jetzt nichts Ausschlaggebendes, aber es ist ja schon irgendwie ein interessantes Thema, was andere eben nicht erlebt haben. Mhm. Und deswegen, in solchen Situationen frage ich mich dann, warum habe ich das nie nachgefragt? Dann denke ich mal, ich frage sie mal, dann vergesse ich es nicht. Ja, weil es halt vielleicht auch einfach nicht diese, also derzeit nicht diese Relevanz hat. Also es hat für dich und für irgendwie für dein Umfeld nicht so diese Relevanz. Hat es auch nicht, sonst hätte ich das ja schon erfragt. Aber irgendwie denke ich dann manchmal, hä, blöd, dass man so etwas nicht von sich selber weiß. Okay, das war das dann lange oder? Auch das, keine Ahnung mehr, okay. Ich glaube auch, das habe ich mal gefragt und es waren nur wenige Tage, glaube ich. Okay. Weil das ganze Ding mit den Pässen ja auch nicht schwierig war, weil meine Mama, die hatte einen deutschen Pass tatsächlich, der von meinem Papa halt nicht. Aber das war dann schon in der Zeit, wo du mit einem rumänischen Pass auswandern durftest, wenn du einen deutschen Partnerin hattest, eine deutsche Partnerin hattest, dann konntest du aus Rumänien ausreisen. Deswegen hat es, glaube ich, da gar nicht so lange gedauert und dann war das auch geklärt. Ich glaube, man bleibt da halt länger, wenn man keinen Ort hat, wo man danach hin kann. Und wir hatten halt meinen Onkel, zu dem wir dann gehen konnten. Ja. Nice. Also hat so der Prozess von dieser Integration einfach jetzt erstmal so ins Land, jetzt nicht gleich kulturell und so weiter, aber halt ins Land so ist, war ganz fix einfach. Ja, so ich glaube, der Prozess, also wahrscheinlich auch der einzige Integrationsprozess, den es bei uns tatsächlich gab, weil auch mein Papa, der zwar Rumäne war, konnte schon Deutsch, weil die da mit Deutschen aufgewachsen sind. Es gibt da deutsche Schulen in diesem Bereich von Rumänien. Also Deutsch können da sehr viele. Ich glaube, der Integrationsprozess, den wir dann alle durchgemacht haben, war dann halt mit Schule und Arbeit. Ja. Ich glaube, das war so der... Okay, ist es dir schwer gefallen? Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, in dem Alter erinnert sich wahrscheinlich nicht mehr so an, ich weiß nicht, Freunde aus Rumänien oder so. Aber ist es dir schwer gefallen? Oder hast du es im Hinterkopf gehabt, so, das ist vielleicht für mich jetzt schwieriger, weil ich halt aus einem anderen Land komme oder so? Also du meinst jetzt in der Schule ankommen oder was? Ja, sowas. Also ich hatte es nicht im Hinterkopf, sondern es wurde mir ganz klar gesagt. Tatsächlich, also das war jetzt nichts. Ich glaube, ich hatte das selber nicht im Hinterkopf. Ja. Weil da in dem, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, das war gleich mein Nachteil, weil ich war die einzige Person, die nicht schon immer in diesem Dorf gelebt hat und wo nicht auch schon Oma, Opa und was weiß ich, wer in diesem Dorf gelebt hat. Und da war es halt, da bist du in der ersten und der zweiten Klasse in diesem Dorf in die Schule gegangen und danach in den Nachbarort, in dritte, vierte Klasse. Und mir wurde halt einfach in der ersten und zweiten Klasse, haben die zu mir gesagt, ich soll dahin zurückgehen, wo ich hergekommen bin, sie wollen mich hier nicht. Also ich glaube, ich hatte das gar nicht im Kopf. Ich glaube, ich habe dann irgendwann schon gemerkt, hey, die sind irgendwie auch alle miteinander verwandt, so über ein paar Ecken. Und ich kann auch nicht, kenne die hier halt alle nicht. Das habe ich schon gemerkt. Hey, im Saarland oder was? Genau, ich hatte das, glaube ich, nicht im Kopf, bis mir das so gesagt wurde. Und das war dann so, okay. Hi. Dann macht sich dann das Klischee Deutschland wieder, bekleckert sich da wieder mit Ruhm. Welches Klischee meinst du genau? Das Klischee, dass deutsche Rassisten sind so. Achso. Die aus dem Dorf. Ja, vor allem die aus dem Dorf. Ja. Also vor allem die so. Das merkt man da wieder so ganz. Das ist ganz schon ein Stereotyp fast, würde ich behaupten. So. Das merkt man da ziemlich krass. Also vor allem halt auch, dass es den Kindern eingepflanzt wird, so weißt du? Dieses. Du musst dir geben, das waren ja nicht die Eltern, die da hingekommen sind, sondern den Kindern in der ersten und zweiten Klasse. Das sind Kinder, die gehen in die Grundschule, so, und denen wurde das eingepflanzt, so, weißt du? Diese Kinder haben in so einem jungen Alter schon andere Kinder so zur Sau gemacht. Und das ist halt, das finde ich krass. Da musst du dir geben, wie denken denn erst die Eltern, wenn die Kinder schon so reden, so, ja, also.
Und das finde ich da schon, das ist da schon so ein, also ich kenne die Story schon so und ich finde es aber immer wieder, regt mich das so krass auf, weil ich denke so, also ich habe auch eben dieses Beispiel, du hast quasi ein Kind, also ein Mensch, der kommt da hin und denkt so, ja, dieses Kind selber sieht keinen Unterschied bei sich und den anderen, so, da gibt es keinen Unterschied. Aber die anderen Kinder, die sehen einen Unterschied und sagen so, oh, du bist anders, oh, verpiss dich, also ich so. Und dann denke ich mir so, hey, was geht denn? Vor allem in der ersten und zweiten Klasse, was geht ab so? Also wie krass. Ja. Ich muss da auch gerade vielleicht ein, weil du irgendwie sagst, ja, Rassismus, bla bla. Im Kindergarten war das mal so, da gab es so irgendeine Aufführung und wir hatten im Kindergarten irgendwelche Kuscheltiere und von diesen Kuscheltieren gab es eine Aufführung. Ja. Und ich habe immer mit diesem einen Kuscheltier gespielt. Ich wollte unbedingt dieses gelbe Ding da sein, dieses Kuscheltier. Und dann wurden halt die Kinder gefragt, ob die es sein wollen und für mich war klar, ich bin das, weil ich spiele immer mit diesem Teil. Und ich durfte aber nicht dieses Kuscheltier sein, sondern ich war ein Z-Wort-Kind, musste ich sein in der Aufführung. Also ich war, ja. Und das haben die pädagogischen Fachkräfte da entschieden. Ja, das ist mir jetzt gerade, weil ich sehe gerade das Bild, wie wir da alle standen. Ich war so neidisch auf diesen Jungen, der dieses gelbe Tier da sein durfte. Und ich, ja, war also, nein. Ach du Scheiße, Mann. Also das kam dann auch von den Fachkräften an der Schule tatsächlich. Im Kindergarten war das, ja. Also ich habe bestimmt nicht gesagt, ich möchte das sein. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie ein Buch dazu gab, dass man jetzt sagt, die haben nur dieses Buch nachgespielt in ihrer Aufführung. Ja. Aber ja, genau, es waren dann irgendwie... Ah ja, das war es war allgemein einfach ein rassistisches Ding, weil es waren dann auch einfach Kinder, denen dann Schlitzaugen geschminkt wurden und es waren dann die aus China und bla bla, es ging irgendwie so um die ganze Welt und ich war halt ein Kind, ja, ein Sinti- und Roma-Kind war ich dann einfach, war ja naheliegend. Ja, habe ich tatsächlich, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal drüber nachgedacht habe, ist mir gerade eingefallen. Ja, genau, also ich glaube, ich habe keinen Unterschied gesehen, ganz lange, bis mir der halt gezeigt wurde, was mir gesagt wurde, ja, du bist aber anders, du kommst aber nicht von hier. Und weil wir gerade über das Dorf geredet haben, ich war in der Grundschule und so im Dorf, ich bin dann, ja, eine Stadt ist jetzt auch nicht groß, aber ich bin dann nach dem Hürders Gymnasium gekommen, es war so ein bisschen größer und da war das viel besser, weil da ganz viele andere Leute waren, die einfach nicht aus Deutschland kamen, da war es kein Thema mehr. Und dann hab ich aber die Schule gewechselt und bin wieder in so einem Kackdorf auf die Schule gegangen, da kam die ganze Scheiße, kam einfach wieder und es war halt in der 9. Klasse. Realschule, wo ich mir da irgendwelche Scheiße von meinen Klassenkameraden anhören musste. Also ich habe schon einen krassen Unterschied gemerkt von Dorf. Das andere Gymnasium war zwar auch immer noch ein kleines Kackding, aber trotzdem war es da schon mal viel, viel besser als im Dorf, meiner Erfahrung mit anderen. Ja, das ist interessant, weil das uns auch aufgefallen ist, glaube ich, bei unserem Podcast zuvor, dass es halt auf dem Land einfach ein anderes Mindset ist zum Teil. Mhm. Und jetzt aber auch auf die Schule bezogen, haben wir gesagt, jetzt vor allem, was haben wir gesagt, in Gymnasien zum Beispiel, ist sowas eher Seltenheit, einfach einmal aus dem Grund, weil die ja tatsächlich weniger Menschen oder Kinder mit Migrationshintergrund haben in diesen Schulen, weil die dann halt, keine Ahnung, jetzt bist du in der Grundschule und dann kriegst du deine Empfehlung, oder hast du damals ja bekommen, eine Empfehlung, und ich glaube, das ist einfach auch Teil dessen ist, was du angesprochen hast mit diesem Rassismus von diesem Personal. Ja. So, dass die dann sagen, okay, theoretisch, also die haben im Hinterkopf wahrscheinlich, okay, der ist theoretisch schon fähig fürs Gymnasium, aber jetzt, warum auch immer, schicke ich den halt auf die Realschule, weil er halt dann, keine Ahnung, Sinti-Roma ist. Der oder hat eine andere Haarfarbe als alle anderen. Ja, zum Beispiel. Oder eine andere Hautfarbe, deshalb kann er wahrscheinlich nicht so gut Deutsch sprechen. Aber das ist ja auch tatsächlich so, also da gibt es ja auch Studien, Untersuchungen, Testungen, was auch immer, wo Lehrern auch verschiedene Klassenarbeiten hingelegt werden und einmal steht halt irgendein ausländischer Name und einmal steht halt Lena drauf und die Lena kriegt dann eine bessere Note, obwohl sie die Sachen gleich beantwortet oder einfach das, also das auch statistisch einfach mit denselben Noten Kinder mit einem Migrationshintergrund seltener eine Gymnasiumempfehlung, eine Gymnasialempfehlung bekommen als eben deutsche Kinder. Und das zieht sich ja auch dann bis ins Berufsleben rein. Also zum Beispiel, jetzt hatten wir auch ein Beispiel mit diesen Bewerbungsgesprächen, dass dann verhältnismäßig mehr Leute angenommen wurden. Ja. Also das war der gleiche Bewerbungsunterlagen und da war der einmal der Name Laura und dann der andere war halt ein ausländisch klingender Name und die wurde halt nicht angenommen dann so. Ja. Also es ist halt krass, dass sich das dann auch so ein bisschen dieses Professionelle sozusagen reinzieht. Voll. So. Ja. Ist es, also hast du das auch so ein bisschen erlebt oder hat sich das so jetzt mit dem Älterwerden ein bisschen gelegt? Na, ich habe Glück, dass ich einen deutschen Namen habe. Deswegen habe ich das Problem schon mal nicht. Aber jetzt zum Beispiel vom Aussehen oder ich weiß nicht, von...
Also es gab so eine Zeit lang, wo ich regelmäßig, also wo es so ein Standardding war, dass ich gefragt wurde, woher ich denn komme, oder dass ich, du bist ja Türkin oder so, oder dass das so ein Ding war, das war so 16, 17, 18, irgendwie in dem Alter war das, glaube ich, nochmal so ein großes Ding, wo ich auch noch nicht gecheckt habe, dass es nicht okay ist, wenn man eine Person einfach direkt fragt, wo kommst du denn eigentlich her? War mir damals noch nicht klar. Jetzt mittlerweile ist es kein Thema mehr, Gott sei Dank. Ich wundere mich auch manchmal, dass ich nicht ab und zu noch wegen irgendetwas irgendein blödes Kommentar bekomme, weil, keine Ahnung, aber nee, tatsächlich ist das jetzt kein oder schon lange kein Thema mehr. Vielleicht aber auch, weil ich mich jetzt halt ich würde sagen, in bestimmten Kreisen bewege, aber man ist ja in so bestimmten Bubbles halt unterwegs. Ihr studiert hier soziale Arbeit, ihr seid viel mit anderen Personen zusammen, die das auch studieren. Das ist ja schon mal eine bestimmte Personengruppe. Ich arbeite im sozialen Bereich. Bedeutet nicht viel. Es gibt auch da Leute, die einfach, was so politische Meinungen angeht, hinten dran sind, aber das hat bestimmt auch etwas. Das uns auch. Aber das liegt bestimmt einfach daran, auch was ich studiert habe und ja, wo ich mich so, mit welchen Leuten ich mich umgebe, dass ich mit solchen Dingen nicht mehr so konfrontiert bin. Weil in der Schule suchst du sie halt nicht aus, wer in deiner Klasse ist. Ja. Also würdest du, also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt eher so in handwerkliche Berufe reingeht, so, das ist ja sowas, was man zum Beispiel auf dem Dorf so mit auf die Reise bekommt, sei es, weil der Vater oder das selber gemacht hat oder so. Mhm. Also bist du schon so happy eigentlich mit dem Berufsfeld, wo du jetzt bist, oder dieses Umfeld einfach? Ja, also ich glaube, ich habe es mir jetzt natürlich nicht wegen dem Umfeld ausgesucht, aber mit meinem Studium, mit der Zeit, in der du in diesem Bereich arbeitest, hast du natürlich auch, bildest du eine bestimmte Meinung, bestimmte Werte. Und ich glaube, würde ich jetzt in so einem, zum Beispiel in einem handwerklichen Betrieb arbeiten, wo vielleicht diese Meinungen und diese Werte eben nicht so vorherrschend sind, dann hätte ich, glaube ich, meine größten Probleme, da irgendwie mit den Leuten klarzukommen, weil das für mich schon manche Dinge schon sehr wichtig für mich sind, dass das für alle klar ist, dass man manche Sachen nicht sagt, dass man, ja, irgendwie solche Dinge. Ich glaube, würde ich woanders arbeiten, dann hätte ich schon meine Probleme, je nachdem. Außer es wäre vielleicht irgendwie eine Stadt oder ein sehr, sehr moderner Betrieb, dem das irgendwie wichtig ist, keine Ahnung. Wo die ganzen Mitarbeiter mit Lastenfahrrädern zur Arbeit kommen. Lehnst du dich immer nur für deine dummen Kommentare hervor? Ja. Du hast, keine Ahnung, ich weiß jetzt ja ein paar Sachen so, mehr glaube ich. So diese, wo du tatsächlich auch noch mehr im oder allgemein mit Anderssein konfrontiert wurdest. Also schulisch oder gesellschaftlich halt gesehen. So, ich meine, ich weiß noch ein paar Sachen. So zum Thema Sprache, wo du ja beteuerst, ist nicht anders. Also ist ja auch so, aber ich meine, also Siebenbürgisch ist ja eben das, du hast ja gemeint, ist ja halt eben auch so ein Dialekt, also schlussendlich. Und so eine Mundart. Ja, und deshalb ist ja dieser Unterschied. Was auch immer der Unterschied ist zu Dialekt. Ja, ist ja eigentlich das Gleiche. Aber deshalb ist dieses, habt ihr, oder benutzt man ja da verschiedene Wörter, und du bist mit, als Kind hattest du verschiedene Wörter für, also in manchen Sachen hattest du verschiedene Wörter, so zum Beispiel. Hast du dich, dass ich das jetzt erzählen muss? Nein, Okay, also, es war im Kindergarten und ja, ich war halt dadurch, dass ich dachte, ja, ich kann ja Deutsch, weil ich sehr selbstbewusst in meinem Deutsch, ich dachte, ja, passt ja, ich kann ja Deutsch, aber wie gesagt, sind manche Begriffe halt anders und es ist eben Dialekt, Mundart, was auch immer, und benutzt halt auch Begriffe, die, also es sind weder Deutsch, es ist noch weder Deutsch noch Rumänisch, es ist halt irgend so ein, ja, keine Ahnung, Dialekt, was weiß ich. Und Österreichisch. Also Österreichisch inspiriert sind ja auch viele Begriffe. Ja, aber auch Luxemburg und bla bla. Ja. Auf jeden Fall haben wir im Kindergarten, ich packe meinen Koffer gespielt und wir sind da, renne ich ja so rum und muss dann sagen, ich packe das und das ein. Und ich habe halt so eine Scheiße. Jonas lacht mich dafür immer aus. Ich habe gesagt, ich packe mein Maillot ein, weil das auf Sächsisch, auf Siebenbürger Sächsisch, Unterhemd heißt. Und die Kinder rennen da so rum und ich habe dieses Wort gesagt, alle sind so stehen geblieben und haben mich so angeguckt und das hat sich mir krass eingebrannt, weil mir das so unangenehm war. Und wie gesagt, im Kindergarten war das, habe ich mir bis heute gemerkt, weil mir das sehr, sehr, sehr peinlich war und ich da mich so unverstanden gefühlt habe, weil ich so war, hä, wir reden doch alle Deutsch, warum, wie, ja. Ich habe es auch noch wiederholt, ich glaube, ich habe es zwei oder dreimal wiederholt gesagt, ich habe gedacht, die haben mich einfach nicht gehört und da war ich so richtig so, hä, warum versteht ihr das denn jetzt gerade nicht, was das ist,
ja, da war ich irgendwie ziemlich vor den Kopf gestoßen, weil ich da irgendwie, da dann auch mir irgendwie so, also ich dachte halt, wir reden alle Deutsch, wir verstehen uns ja alle, und dann war halt, ja, nee, wir verstehen es halt doch nicht komplett, sondern benutzen halt Wörter, die wir nicht benutzen. Ja, das war mir sehr, das war echt tatsächlich sehr peinlich für mich. Aber kurz zum Verständnis nochmal, weil Jonas ja vorher ein bisschen so war, hä, was ist Siebenbürg aus Sachsen so? Ja. Also, es gibt ja, also Sachsen war ja tatsächlich vor längerer Zeit im Bereich Deutschland ja eine größere Bevölkerungsgruppe. Und England wurde ja auch von den Angelsachsen besiedelt. Ja. Das heißt, und also die englische Sprache, wenn man die quasi mit diesem also weil ich habe mit der Mutter von Carola, die hat das schon ein paar Mal gesagt zum Beispiel, dass manche Wörter quasi den sächsischen, also diesen siebenbürgischen sächsischen voll ähneln. Zum Beispiel Archangel heißt auf Siebenbürger sächsisch Archangel oder so. Okay. Nee, auf Rumänisch. Auf Rumänisch, echt? Ja, aber das ist wahrscheinlich, der kommt dann auch irgendwo daher. Ja, natürlich. Also, aber das, aber, ja, aber also deshalb diese Angelsachsen ist quasi wahrscheinlich die ähnliche oder die gleiche Bevölkerungsgruppe, nur dass die halt nach England ausgewandert sind und die anderen sind nach Dingen ausgewandert, oder wie? Nicht? Also, ich will jetzt hier keinen Scheiß sagen. Ich auch nicht, aber ich deshalb frage mich gerade. Ich kann kurz Pause drücken, aber ist das nicht so, dass, also wenn du zum Beispiel dir irgendeine Wikinger-Serie anschaust, dann gibt's da die Sachsen. Und das sind halt die Bevölkerungsgruppe. Ja, die im früheren Deutschland, die Bevölkerungsgruppe, die im früheren Deutschland doch gelebt hat. Ich weiß es auch nicht, aber kann sein. Ja. Ja, das kann schon sein. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wer diese Bezeichnung kommt. Das hat nichts mit Sachsen zu tun, es hat nichts mit dem Sachsen heute zu tun. Das war an der Nähe von Luxemburg, an der Grenze zu Luxemburg haben die Menschen gelebt und wurden von da nach. Also früher hat es halt zu Österreich gehört, da halt umgesiedelt. Also es hat nichts mit Sachsen zu tun, keine Ahnung, woher dieser Name kommt. Und Siebenbürgen ist der Bereich in Rumänien, das ist Transsilvanien, das kennt man vielleicht. Ja. Und das ist eben, Siebenbürgen ist die andere Bezeichnung dafür. Und da leben auch, nee, heute nicht mehr, die sind alle ausgewandert, aber da haben sehr lange eben diese deutschen, eigentlich deutschen Menschen gelebt. Deutsch gesprochen und so weiter. Ja. Genau. Okay.